Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Agonia. Die letzten Folgen standen ja so unter der Rubrik rettet das Dorf oder rettet die Insel. Beides passt irgendwie. Und im Zuge dessen sind wir doch so die ein oder anderen Gegner losgeworden. Wir haben ein paar Diebe verscheuchen können, wir haben ein paar Banditen uns erledigen können, wir haben ein paar Schemen vertrieben und sind die halt, haben die in die ewigen Jagdgründe geschickt, wo sie hingehören. Und ja, das andere Thema war so Ressourcenbeschaffung und ich glaube, das Thema ist immer noch ganz heiß. Ja, wo ich gerade dabei bin. Ne? Erste Folge, ne? Heute ist ja wie aus meiner Sicht, also aus eurer Sicht, Montag, ne? Also der Tag, an dem diese Folge jetzt hier veröffentlicht wird. Und ja, das ist immer so ein bisschen Orientierungsfolge. Ich meine, gut, für euch geht es kontinuierlich weiter, logisch, aber für mich nicht. So, wie sieht's aus? Wir haben einiges an Eisenschwerter, 16 Stück, das ist nicht verkehrt. Eisenschilder sind noch in der Mache. Kettenrüstung, müsste ich schauen, was da los ist. Und Eisenlanzen mit 4 ist jetzt auch nicht so die Menge. Da müssten wir ran. Diese Waffenschmiede produziert bis zum Abwinken Eisenschwerter. Und das ist erstmal nicht verkehrt. 6 hat sie, ein 7. ist in Arbeit. Dann haben wir diese Waffenschmiede, die produziert auch bis zum Abwinken Eisenschwerter, hat 16 auf Tasche. Da würde ich jetzt hingehen wollen und sagen, Moment, ich gehe hier mal, nein, verkehrt, ich gehe hier mal auf 0, vielleicht hätte ich hier drauf gehen können, und gehe hier auf die Eisenlanzen und ich glaube, wir haben noch ein drittes, genau, hier ist noch eine weitere Waffenschmiede. Entschuldigung. Die würde Eisenlanzen produzieren, wenn sie dann Eisen bekäme. Die hat zwar ein bisschen Kohle. Achso, wie sieht es damit überhaupt aus? Da ist Kohle, da ist Eisen unterwegs, ein bisschen Kohle unterwegs. Wir haben das gleiche Problem wie in der letzten Woche auch. Wir haben nicht genügend Ressourcen. So, wir haben hier noch eine Rüstungsschmiede, die, oder beziehungsweise zwei, die produziert besagte Kettenrüstungen und wir haben eine zweite, die müsste sich eigentlich um die Schilde kümmern, das ist auch richtig. Da werden wir schon wieder von irgendwelchen Dieben angegriffen, aber hier hinten. Da ist ein Diebeslager. Das ist kein unmittelbarer Angriff aufs Dorf, aber nun ja, ich glaube, wir sind vollkommen falsch. Das sind die Nachbarn. Die sind da, glaube ich, ein bisschen besser orientiert als ich hier im Augenblick. So, das heißt, wir haben also immer noch Probleme mit Ressourcen. Das bedeutet, ich brauche irgendwo, was ist hier los? So, die Schneiderei, die hat im Augenblick nichts zu tun. Das war ja auch lustig mit dem Leder. Ne? Ihr erinnert euch, ich mich auch leider. Schäme mich da immer noch. So, wie sieht es denn mit Lederrüstungen aus? Ich sehe da was von 8 irgendwie rum existieren. Ich würde sagen, mach da mal so 20. Vorsichtshalber. Dann muss hier irgendwo, ja, Abenteuergilde da, ne, von den Leuten brauche ich einige. Da haben noch 8 rum existieren, sehe ich. 16 Fackeln. Machen wir mal so 5. Fackeln ist das nächste Thema. Hier müsste eine Holzwerkstatt existieren, das ist auch so. Was habe ich an Materialien im Bereich Holz? Da habe ich Zahnräder, da habe ich sonst weiter keine Information. Also das ist alles, was man dazu bekommen kann. Schilder, Holzschilder brauche ich, glaube ich, nicht. Zahnräder, jetzt habe ich 10. Ich würde noch mal 5 machen lassen und dann soll er sich noch mal so ein bisschen um Fackeln kümmern. Fürs Erste. Glaube ich, dass es ein einigermaßen gangbarer Weg ist. Banditen greifen auch schon wieder an. Ach so, die sind auch da in der Ecke. Das ist ungefähr, ja, so ungefähr das gleiche Gebiet. Ja. Da war aber auch was. Bin ich nicht so gut da wie Banditen. So, das sind wieder die Nachbarn.
Okay, das ist auch Banditenlager. Die sind aber trotzdem nicht ganz so weit weg. Ne? Auch für uns nicht. Ich habe hier Leute rum existieren und ich habe da ein Banditenlager rum existieren. Wäre natürlich jetzt die Frage, kann man da noch hin? Ist das zu weit oder nicht? Hier dieser Wachturm soll mal irgendwann. Genau, Veteranenwachen aufnehmen. Da brauche ich wohl gesagt Lanzen für. Und ich habe hier Eisentagebau. Das ist cool. Wie sieht es denn da aus? Ich glaube, da wird produziert. Die haben auch ein bisschen was auf Tasche. Was an Lager sind? Ich würde sagen, wir brauchen da einfach mal so auf Verdacht ein Lager hin. Wenn es irgendwann nicht mehr benötigt wird, dann reißen wir es halt wieder weg. Aber ich glaube, so für den Moment ist das nicht verkehrt, da mal so ein bisschen noch Eisen in Reserve zu haben. Hier sehe ich Kohle und hier sehe ich einen Kohlebergwerk. Ich hüpfe aber erstmal hier durch die Eisenwelt. Da wird auch Eisen abgebaut. Okay, die haben auch ein bisschen was auf Lager, aber es ist nicht so wahnsinnig viel. Bei den anderen habe ich jetzt gar nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Hier ist Tote Hose. Das ist auch nur noch als Lager quasi in Betrieb. Ansonsten ist das totgelegt. Dann hier wird Eisen produziert. Das heißt, ich habe drei. Ach nee, das ist der wieder. Okay. Also ich habe zwei. Und eins, was noch als Lager existiert. Okay, wie sieht es mit der Kohle aus? Zwei Eisenproduzenten, besser als keiner. Da ist alles weg. Das ist nicht mehr, die sind nicht mehr mit Abbau beschäftigt. Die haben aber auch kein Lager mehr. Das ist komplett, kann eigentlich weg. Ich will das nur jetzt auch mal zu nutzen, um zu gucken, was noch so existiert. Das ist das zweite, wo das genauso ist. Das ist das erste kohleproduzierende Bergwerk. Das ist das zweite seiner Art. Die haben auch nicht viel auf Tasche, sehe ich gerade. Also beide nicht. Klar, logischerweise. Ja, okay, das kann weg. Das kann auch weg. Ich brauche Kohle. Auf jeden Fall brauche ich Kohle. Eisen sowieso, ne, ganz klar. Kann man immer gebrauchen. Moment. Achso, oder das ist der. Alles klar, ich muss mal sagen. Wollte schon nicht. So, wir haben ein weiteres gegnerisches Lager entdeckt. Ich brauche Kohle, ich brauche Eisen, ich brauche alles. Stein, toll. Na gut, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Das mit dem alles ziehe ich also damit erstmal wieder zurück. Aber ich brauche, wie gesagt, andere Dinge. Die wir hier vorne mit Sicherheit nicht rumfliegen haben, da bin ich mir relativ sicher. Denn da habe ich schon alles abgegrast. Hier gibt es relativ viel Kohle. Ich glaube, ich kann es riskieren, ein weiteres Gebäude für den Tagesabbau hier irgendwie und so, ne, ist das schon anzusiedeln. So, ich mach das mal so. Dann brauchen wir einen Weg. Den sollen die kriegen. Und dann können die sich, wenn die dann irgendwann fertig sind, dann hier so Kohle kriegen. Kohle. Das glaube ich kein dummer Gedanke. Ich habe hier. Achso, das ist der. Das ist Eisen. Das ist Eisen. Da ist der Nachbar schon oder noch gegeben. Oder meine Leute? Könnte nicht auch sein. Genau, auf die Tour. Hier ist Stein und Silbererz. Wir werden auch irgendwann Silbererz brauchen, glaube ich. Ja, da sind Diebe. Die haben wir mal zugeschlagen. Das ist auch toll. Wir haben hier Stein, wir haben da Stein. Ich meine, mich entsinnen zu können. Aber lang.
langsam jetzt hier aber mich entsinnen zu können, dass ich gezielt den Ausbau unseres netten Dorfs und vor allen Dingen des Ländereien hier fast will ich noch ein bisschen mehr in die Richtung gelenkt habe, um beispielsweise Kohle zu finden. Oder und abbauen zu können. Das ist aber noch nicht möglich. Auch hier nicht. Habe ich da nicht genügend Leute für? Ich habe hier ein Wachturm existieren, weil wer ist da? Wer wird ja alles klar? Ich sehe, ich verstehe, hier habe ich einen Wachturm. Gut. Alle erreichbaren Territorium eingenommen. Seid euch das sicher? Ich mache doch mal hier diesen hier. Da war okay. Nun gut. Wenn das so ist, ist das so. Ich mache mich mal so ein bisschen auch in diese Richtung auf. Folgender Vorschlag. Das sind Wachen. Dann würde ich den Turm einreißen. Der macht jetzt hier sowieso keinen Sinn mehr. So, dann würde ich... Expansion, ja. Hier irgendwo einen Wachturm hinsetzen wollen. Frage ist, ne, von den Wegen und so, wir müssen ja auch da hinkommen. Das sieht gar nicht so gut aus. Wenn ich mir hier die ganze Gebubble hier angucke, kriege ich nirgendwo einen Weg durch. Natürlich nicht schön. Okay, dann muss ich einen Kompromiss eingehen, dann würde ich den hier hinsetzen. Das geht auch nicht, aber da. Wahrscheinlich Sumpfgebiet oder so, ne? Würde ich mal so behaupten. Das sieht sehr sumpfig aus. Zumindest ist da Wasser. Wege. Was habe ich da groß rumgetönt? Ey, wir müssen darauf achten, dass ich das hier mit den Wegen und so klappt. Komme ich hier hin? Oder einfach mal so. Kunst. Ja. Da würde ich nach Möglichkeit auf die gehen wollen. Das andere muss man abwarten. Und die müssen natürlich... Augenblick. Ich hab's gleich. Nein, das ist nicht richtig. Der war's. Das ist sehr cool. Und dann setze ich doch den... Warte mal, da haben wir die Kohle. Und da hinten sind wieder irgendwelche Ärgernisse. Und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal den Pfahl da so hin. Ja, dann müsste das eigentlich mit eingeschlossen sein. So, das heißt, hätte ich die Möglichkeit, Kohle abzubauen. Da ist nur Stein und Kupfer unterwegs. Stein gibt es hier jede Menge. Sieht es mit Eisen irgendwie aus? Kriege ich hier noch Eisen? Heißen sich so überhaupt nicht mehr. Entschuldigung. Hier gibt es Kohle und Kupfer. Kohle und Kupfer. Und Silbererz. Puh. Ja, gut, ich könnte auf Silberwaffen umschwenken. Aber was mache ich dann mit den Rüstungen? Wenn ich dann mit Silberdegen und Holzschildern durch die Gegend oder wie? Oder was? Oder warum? Das ist alles, was ich hier nicht selber kontrolliere. Wenn es irgendwas gibt, dann ist es hier Kupfer. Ne? Das Endegelände, das ist sowieso nur noch Stein. Liebe Leute. Hier gibt es ja nichts. Oder nichts mehr. Hm.
Ja, hilft nicht. Was ist hier los? Achso, das ist der eingestellte Kupfertagebohrer, den ich dann noch existieren habe. Wie gehe ich denn jetzt am schlimmsten vor? Ah, das ist schon mal cool. Da bin ich auf Maximum. Die Werkzeugschmiede. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ja. Die stehen kurz davor, hier auf Maximum zu kommen. Was das anbelangt. Hier sind wir. Ich will mal Folgendes machen. Ich gehe hier mal auf Null. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle aufschreien. Aber ich deaktiviere das Gebäude mal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das dazu führt, dass ich keine Materialien mehr bekomme. Ich glaube, das hat keine Auswirkungen. Das ist, glaube ich, vollkommen egal. Und dann kann ich es auch aktiv lassen. Und würde dann halt hier nur die Produktion wieder anschmeißen, wenn das dann entsprechend erforderlich ist. Ich muss Ressourcen schonen. Ja, das ist jetzt gerade so meine Überlegung. Wir haben nicht mehr genügend Reserven. Und ich kann jetzt hier nicht hingehen. Und auf gut Glück weiter produzieren. In der Hoffnung, das wird schon werden. Weil das wird es nicht. Insofern erstmal hier Produktionsstopp. Und dann muss ich gezielt vorgehen, wie ich will, was ich wie brauche und wo brauche. Auch hier gehe ich jetzt erstmal überall auf Null. Auch wenn das eine gewisse Gefahr in sich birgt, ne, dass wir dann irgendwann noch ohne irgendwas stehen. Aber wir haben so ein bisschen was auf Tasche. Da sind immer noch 16 Schwerter, hier sind's. Also hier wurden die Eisenlanzen produziert. Da habe ich aber auch welche. Ja. Gut. Da sind wir auf Maximum. Hier sind wir gleich auf Maximum. Da ging es unterwegs. Hier sind wir auf Maximum. Cool. Dann muss ich mit dem natürlich jetzt versuchen zu arbeiten, was ich habe. Hier wird gebaut. Wir haben ja noch so ein paar Sachen auch zu erledigen. Wenn wir immer so auf die Aufgaben gehen. Ja, wo die Sache mit den Freunden ist klar. Diesen Meilenstein, den haben wir abgedeckt. Ja, wir haben hier das Gebiet ist also größer als 40.000 Quadratmeter. Ja, das haben wir schon erreicht. Wir brauchen noch ein Baustellencamp. So, oder sollten wir machen, hier laut dieser Liste. Und hier auch mit der Bauarbeiterausbildung bin ich auch noch nicht so richtig vorangekommen. 100. 72 haben wir. Immerhin. Moment, was ist denn das? Alles? Ich muss immer wieder mal gucken. Baustellenträger, Planierer und Zimmerer. Baustellenträger, Planierer, Zimmerer. Moment. Wo werden die ausgebildet? Ich glaube, die Gilde ist dafür zuständig. Genau, Gildehaus. Planierer brauchen Schaufeln. Habe ich Schaufeln in größerer Zahl oder in genügend großer Zahl? Ich sehe da 12. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall schon mal hier auf 5 gehen. Dann Zimmerer waren auch gefordert. Die brauchen Hämmer, sehe ich da. Da kann ich auch nochmal 5 ordern. Dann. So, Handelsträger, Baustellenträger. Oh, Baustellenträger brauchen Rucksäcke. So. Erstmal, dann schauen wir weiter. Das ist noch nicht, dass wir hier so komplett hier brauchen. Werkzeug soll ich herstellen? Entscheide selbst, welche Werkzeuge dir bald fehlen könnten und stelle insgesamt 10 her. Für das
das nicht schon mal gemacht? Habe ich doch gut dran erinnern zu können? Oder habe ich da was falsch gemacht? Warte mal, was könnte uns denn hier bald mal ausgehen? Die Geschichte mit den Hämmern. Das ist ja ein Hammer. Rüstungsspiele? Nee, ist falsch. Werkzeugschmiede hört sich besser an. Die brauchen dafür Bretter. Dann mach davon mal so 10 Stück. Dann schauen wir mal, was passiert. Wenn nichts, das nicht abgehackt wird, dann müssen wir noch was anderes machen. Silbertagebau, ja genau, da muss ich so noch hin. Und alles andere, ja, cool. So, wir haben hier vorne irgendwo Banditen umexistieren. Guck mal, da sind sie. Die uns hier das Leben ein bisschen schwer machen. Mit Einheiten von Banditen an. Ach, das ist das. So, ich habe hier irgendwo Leute von mir umexistieren. Da habe ich 9 Soldaten. Entdeckerposten, Wachturm und das sind insgesamt 10. Dann könnte ich speichern mal eben. Was sagt die Uhr? Ist wieder knapp. Dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz wieder raus. Publik zurück. Nein, oh, das wäre kurz viel. Dann würde ich sagen, dann ist die Folge diesmal vielleicht ein bisschen kürzer als sonst. Und ja, wie gesagt, eine Organisationsfolge, wie immer, erster Start in die neue Runde. Hier in meiner neuen Runde ist immer ein bisschen Organisation. Aber jetzt habe ich ein wenig Überblick über die Geschichte. Wir werden uns da gleich mal um die Banditen kümmern. Das heißt, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Lieben, vielen Dank für deine Unterstützung. Und ja, macht es gut, genießt die Zeit.